Ja, hallo, TTT hier. Ich wollte mal wieder ein bisschen rumfliegen auf Stratis und diesmal nicht nur an der Küste lang, sondern ein bisschen über Land. Diesmal ein bisschen mit Audio. Ich wollte mal erzählen, was ich da versuche gerade oder wie das Ganze funktioniert mit den Google Maps und dem, dem Arma Plus. Dieses Video eben über YouTube darzustellen. Letztlich werden hier vom Spiel aus die Koordinaten, die ihr rechts oben seht im Bild, in ein Log geschrieben, das RPT-Log von Arma. Das nehme ich einfach, lade das in ein Spreadsheet hoch. Das Spreadsheet lade ich in eine sogenannte Google Fusion Table. Diese Fusion Table kann man dann relativ gut von außen ansprechen und kriegt das dann als strukturiertes Mittel zurück, als strukturierten Text im JSON-Format kann man das zum Beispiel haben, das benutze ich da. Dann holt sich von der Webseite ein JavaScript dieses JSON von der Fusion Table, baut daraus die Marker, die dann auf der Google-Karte, auf der Map, Google Map von Stratis zu sehen sind, und dann wird von dieser Karte aus das YouTube-Video gesteuert. Das heißt, wenn man dann auf einen dieser Wegpunkte draufklickt, wird das Video ungefähr von der Stelle abgespielt, wo dieser Wegpunkt war. Das Ganze ist eigentlich nur ein kleines Demo, ist jetzt nichts Ausgefallenes, sag ich mal, also nichts, was produktionsreif ist oder sowas. Ich würde mir wünschen, wenn jemand weiß, wie man Arma 2.net mit so einem Mechanismus bedienen kann, sodass man die Google Fusion Table direkt schreiben kann. Das fände ich ganz gut. Dann müsste man hier nicht immer manuell das RPT-Log anschauen, beziehungsweise damit ein paar Tools drauf arbeiten und sich diese Sachen, die Zeilen, die relevant sind, rausholen. Und könnte das dann eigentlich völlig automatisieren. Das andere, was natürlich auch nicht automatisch ist, ist das Schneiden des Videos. Ich habe hier ein kleines Skript am Laufen, das mir die Position, wie gesagt, immer dem Hinweisfenster rechts oben anzeigt, und wir haben dann, oder dann wird es eben so in das Log reingeschrieben. Schön wäre es, wenn es eben nicht nur im Log landen würde, sondern direkt in der Fusion Table oder von mir aus auch in einer MySQL-Datenbank oder sonst was, wo man es dann einfach exportieren kann. Wenn man es dann exportiert hat, kann man es vielleicht noch nachbearbeiten. Diese Fusion Tables sind ja editierbar, und wenn man das dann hat, kann man kann man sich seine eigenen Karten und sowas zusammenbasteln und dann zeigen, wo man wann war. Ich stelle mir das eigentlich ganz witzig vor, wenn zwei, drei Leute Fraps am Laufen haben oder was auch immer sie für Tool benutzen, um In-Game-Videos zu machen, die auf YouTube hochladen, von der Karte halt eben so eine Map haben, könnte man diese verschiedenen Videos über die Zeitstempel verknüpfen und könnte mit ein bisschen Spaß oder Freude an der Sache da eigentlich ganz fetzige JavaScript-Sachen machen. Naja, das war's von mir. Grüße vor allen Dingen an die ganzen Kollegen vom Team Kommando und ja, viel Spaß beim Arma 3 zocken. Tschüss.
ausgeht oder ob es diesmal vielleicht eine Landung wird oder ob es wieder völlig in die Hose geht und ich im Wasser verlande.